Mein Name ist Frank Wurmuth. Ich bin in Deutschland geboren, lebe zurzeit noch in Freiburg im südlichen Teil. Angefangen habe ich als Fußballspieler wie jeder andere auch in den kleinen Vereinen im Jugendbereich. Bin groß geworden und habe auch dort im Jugendbereich eigentlich in den höchsten Ligen auch gespielt. Und irgendwann kommt man dann in das Alter, wo man im Seniorenbereich arbeitet. Und da habe ich über die dritte Liga in die zweite Liga es geschafft. Bei Hertha BSC Berlin und beim SC Freiburg, damals zweite Liga, habe ich dann Fußball gespielt. Irgendwann kommt der Punkt, wo man dann als Spieler sagt, es geht nicht mehr, was macht man dann? Dann habe ich neben meiner Ausbildung zum Diplom-Betriebswirt und auch zum staatlich anerkannten Fußballlehrer auch die Sportwissenschaft studiert, also mehrere Dinge studiert und habe einfach den Bezug zum Trainersein gefunden. Und dann wurde ich auch Trainer und ich habe in der untersten Liga angefangen, in der 8. Liga in Deutschland und habe den Fußball von der Pike auf gelernt, von klein auf gelernt. Irgendwann kam mal der Punkt, als ich dann gesagt habe, hey, Trainer sein ist toll, aber ich möchte noch mehr. In mir steckt auch der Lehrer drinne. Und in dieser Phase hat mich der Deutsche Fußballbund angefragt, ob ich vielleicht die Ausbildung der Trainer in Deutschland reformieren könnte. Das war vor 10 Jahren. Und das habe ich als große Herausforderung angesehen, weil im Ausland ist die deutsche Ausbildung hervorragend, aber im Inland hatten wir Schwierigkeiten. Und ich habe in den letzten 10 Jahren mit einem Team zusammen in der Hennes-Weißweiler-Akademie den deutschen Fußball in der Trainerausbildung optimiert, verbessert und habe in den letzten 10 Jahren viele Trainer, rund 250 Trainer ausgebildet, unter anderem auch die bekannten aktuellen Nagelsmann von Hoffenheim oder Tedesco von Schalke, aber auch viele andere Trainer in unteren Ligen. Und das hat riesen Spaß gemacht und ich lebe heute noch davon, weil ich sehr viel von diesen Trainern gelernt habe, aber auch diese Trainer haben sehr viel von mir mitbekommen. Und irgendwann in den letzten Jahren schon kam der Entschluss, nachdem ich auch die U20-Nationalmannschaft 6 Jahre trainiert habe, dass in mir immer noch der Trainer steckt. Und es war jetzt eine Phase in den letzten Monaten, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder zurück auf den Markt, raus aus der Ausbildung, in die Realität rein. Und in dieser Phase hat mich Herakles Almelo angesprochen und es fand ich hochinteressant, mit diesem Verein mal in Kontakt zu treten. Und wir haben beide gemerkt, dass wir gut zueinander passen können, weil ich A, aus der Ausbildungsschiene komme und B, der Verein hier auch ausbilden möchte. Und beide Visionen und Vorstellungen haben so übereingestimmt, dass ich zu mir gesagt habe, das ist der Verein, mit dem ich arbeiten möchte. Jeder Trainer hat eine Fußballvision, auch ich habe eine Vision. Nur hinzugehen als Trainer und zu sagen, hey, so mache ich das jetzt, so möchte ich spielen, wie Pep Guardiola oder weiß ich wer, das bin ich nicht. Sondern ich schaue mir erstmal die Gegebenheiten an und sage, was kann diese bestehende Mannschaft gerade aktuell sehr gut? Ich hole diese Mannschaft dort ab und entwickle sie in eine Richtung, dass der Mannschaft gut tut, nicht mir. Es gibt kein Ich, es gibt immer ein Wir. Wir erarbeiten uns zusammen eine Spielidee, angepasst an den Gegner und an unsere eigene Qualität. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, so möchte ich spielen, sondern es hängt von den Gegebenheiten ab. Und die Gegebenheiten hier in Almelo sind hervorragend, gute Spieler vorhanden, aber entwicklungsfähige Spieler. Und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie wir morgen spielen werden. Ich kann nur sagen, dass wir aktiv arbeiten werden, gegen den Ball und mit dem Ball. Entscheidend ist aber, dass die Spieler begreifen und wir auch vom Trainerteam, dass wir eine Performance abliefern müssen. Unsere Zuschauer kommen her, bezahlen Geld und wollen auch unterhalten werden. Also heißt es für uns, unser Auftrag ist, auch attraktiv Fußball zu spielen. Also meine erste Aufgabe hier ist natürlich, dass ich mir erstmal die Gegebenheiten anschaue. Und für mich ganz wichtig, ich möchte jetzt noch nicht großartig auftauchen in der Öffentlichkeit, weil der aktuelle Trainer mit seiner aktuellen Mannschaft ist im Prozess. Und sie haben alle eine Möglichkeit, noch nach oben zu steigen, in die UEFA-Cup-Ränge zu kommen, in die Qualifikation dazu. Ich möchte im Hintergrund bleiben und beobachten und mit dem Team hier die Zukunft entwickeln. Meine nächste Aufgabe wird sein, new, schnell Niederlands lernen.